Das war mal eine richtig gute Gruselgeschichte. Kennt ihr noch eine? Keiner? Ich kenne eine alte Legende, wenn ihr sie hören wollt. Schieß los. Vor langer Zeit lebte einmal ein Hufschmied namens Jack Oldfield. Am Abend vor Allerheiligen saß Jack in seinem Dorf in einer Kneipe, als plötzlich der Teufel neben ihm stand, um ihn zu holen. Jack bot ihm seine Seele an für einen letzten Drink. Der Teufel hatte nichts dagegen, ihm einen letzten Drink zu spendieren, stellte aber fest, dass er keine Münze zur Hand hatte. So verwandelte er sich selbst in eine Silbermünze, um den Wirt zu bezahlen. Jack aber steckte die Münze schnell in seinen Beutel und verschloss ihn fest. Und weil er in diesem Beutel ein silbernes Kreuz bei sich trug, konnte der Teufel sich nicht zurückverwandeln. Jack handelte mit dem Teufel. Er ließ ihn frei und der Teufel versprach, dass Jacks Seele noch 10 Jahre verschont sein solle. Als die 10 Jahre um waren, kam der Teufel abermals in der Nacht vor Allerheiligen zurück, um Jack zu holen. Dieser bat ihn erneut um einen letzten Gefallen. Seine Henkersmahlzeit soll ein Apfel sein, den der Teufel ihm pflücken solle. Der Teufel tat ihm den Gefallen und kletterte auf einen Apfelbaum. Jack zog blitzschnell sein Messer und stellte ein Kreuz in die Rinde des Baumes. Der Teufel war auf dem Baum gefangen. Jack handelte abermals mit dem Teufel. Er entfernte das Kreuz und der Teufel versprach, Jacks Seele bis in alle Ewigkeit in Frieden zu lassen. Nachdem Jack viele Jahre später starb, bat er im Himmel um Einlass. Da er in seinem Leben nicht gerade ein anständiger Mensch gewesen war, wurde er abgewiesen. Er wurde zu den Höllentoren geschickt, aber dort wurde ihm der Eintritt verwehrt, weil der Teufel sein Versprechen gegeben hatte, niemals Jacks Seele zu holen. Der Teufel schickte ihn zurück, woher er gekommen war, und weil es so dunkel, kalt und windig und der Weg so weit war, bekam der Teufel Mitleid und schenkte Jack eine glühende Kohle, direkt aus dem Höllenfeuer. Jack steckte die Kohle in einen ausgehöhlten Kürbis, den er als Wegzehrung mitgenommen hatte. Seitdem wandelt seine verdammte Seele mit der Laterne am Vorabend von Allerheiligen durch die Dunkelheit. Bis jetzt. Oh wow, das war eine gute Geschichte. Darauf will ich trinken. Auf Jack Lantern. Auf Jack. Auf Jack.